Heute frittieren wir Milch. Ich hab's auch gewusst, die halten uns alle für Spinner. Na gut, dann müssen wir es eben beweisen. Und das werden wir auch. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Es klingt total spannend, ist aber eigentlich ein ganz normales spanisches Dessert. Wir machen heute frittierte Milch. Los geht's. Für die frittierte Milch brauchen wir... Milch, Mensch. Gibt's ja nicht. Ich hol meinen Topf. Ein Messbecher. Ein bisschen Milch heben wir auf, weil wir gleich Speisestärke anrühren müssen. Pass auf, ich wiege jetzt 500 Milliliter ab. Ja. Klecker ein bisschen rum. Gut. Und schütt einfach nicht alles in den Topf. Krass, ne? So, zack. Kann ich mal einen Lappen? Gut. Wenn das zu Hause auch funktionieren würde. Es wäre noch besser, wenn jemand kommen würde und es machen. Stimmt. Wir haben hier, es ist kein kleiner Wurm, sondern eine Vanilleschote. Einmal der Länge nach aufschlitzen und dann die kleinen Tierchen herauskratzen. Und das Vanillemark kommt jetzt samt der Schote in die Milch. Die Schote holen wir nachher wieder raus. Yes. Dann trennen wir jetzt Eier, weil wir brauchen nur das Eigelb. Das Eigelb hier rein. Ah, du hast noch Vanilletierchen am Daumen. Das macht nichts. Die wohnen da jetzt. Ja, die wohnen da jetzt. Aber das ist auch schöner, wenn wir hier den ganzen Tag kochen. Und dann lege ich mich manchmal so ins Bett und meine Hände riechen so krass nach Knoblauch und Zwiebeln nachts. Kennst du das? Ja, klar. Da ist es schöner, wenn du schläfst und deine Hände riechen nach Vanille. Stimmt. So, eins. Flup. Flup. So. Das heben wir auf. Damit das Ganze auch eindickt, brauchen wir ein bisschen Speisestärke. Das ist so witzig. Ich habe in letzter Zeit nur seltsame Sachen mit Speisestärke gemacht. Zum Beispiel? Seife. Badebomben. Macht man das auch mit Speisestärke? Ja. Bilden mit Melissa. Zum Aromatisieren nehmen wir noch ein bisschen Orangenschale. Natürlich eine unbehandelte Orangenschale. Und die sparschälen wir jetzt ab. Oh, zack. Es gibt ein richtig schönes Zitrusaroma. Und damit es süß wird, natürlich ein bisschen Zucker. Immer wo was Süßes drin ist, muss natürlich auch was Salziges. Deswegen eine Mini-Prise Salz. Und dann kurz aufkochen. Hey, wir müssen schon mal so eine Form präparieren. So, ich habe diese ausgesucht. Gut. Ich mache ein ganz kleines bisschen Wasser rein, weil dann hält die Frischhaltefolie besser. Okay. Wow. Wann verraten wir eigentlich, wie das mit dieser frittierten Milch funktioniert? Da muss man das Video bis zu Ende gucken, ganz einfach. Gibt es eigentlich irgendwas, was man nicht frittieren kann? Ich war gerade in Schottland und ich weiß seitdem, dass man wirklich alles frittieren kann. Vielleicht nicht den Topf. Das nicht. Sollen wir es jetzt mal hier einrühren? Ja. Was sollten wir denn mal frittieren? Schreibt das mal unten in die Kommentare. So eine Frittier-Challenge. Wir sollten jetzt, seitdem wir frittieren, auch mal eine Frittier-Playlist machen. Ja. Das kann man sich, wenn man schlau ist, auch vorher rausholen. Sind wir aber nicht. Hm? Das ist nur, weil du Pudding naschen willst. Ja, stimmt. Und jetzt habe ich es auch schon verraten. Es ist nämlich in echt gar keine frittierte Milch, sondern frittierter Pudding. Aber das finde ich genauso gut, von daher. Guck, ich habe sie gefunden. Wow. Hallo, der kleine Wurm. Das gießen wir jetzt mal hier rein. Rein damit. Heiß. Also Melissa, das war die dümmste Idee von mir der Welt, das nicht vorher rauszuholen. Ich will dir dann auch nicht widersprechen. Doch, kannst du. Du musst vehementer sein. Nee, weil du hast ja jetzt dann fürs Leben gelernt. Ich sag's einmal und wenn die Leute nicht hören wollen, dann... Gott, du wärst eine schlechte Mutter. Nein. Oder eine sehr gute Mutter. Ja, das geht auch viel schneller, als wenn die dann immer diskutieren. Dann denke ich so, dann schluck da einfach kurz und dann... Wir wollen dann nachher schöne Würfel draus schneiden. Und die Form war jetzt ein kleines bisschen zu groß. Aber wir legen das jetzt so um. Ich fühle mich wie bei so einem, wenn ich so Streetfood-Catering und so mache, dann muss man auch mal so ein bisschen MacGyvern, wenn man nicht die perfekte Form hat. Aber wer hat schon die perfekte Form? Ja. Okay. Das Ganze muss jetzt richtig schön hart werden, damit wir das in Stücke schneiden können. Und in der Zeit machen wir noch einen leckeren Dip. Und ich kann die Reste naschen. Was? Wir wollen unsere frittierte Milch hier irgendwo reintunken, deswegen machen wir jetzt einen leckeren Creme fraiche Erdbeer-Minzdip. Ja, dafür hacken wir erstmal unsere Minzblätter klein. Das sind aber große Minzblätter. Ich liebe diesen Plop, ne? Plop, ja. Macht so Spaß. Erdbeermarmelade rein. Wir haben jetzt hier Marmelade ohne Stücken. Stücken? Stücke. Haben wir in Deutschland eigentlich ein Wort dafür? Weil
Auf Englisch hast du ja Jelly oder Jam. Und Jam ist ja Marmelade mit Stücken und Jelly ist das ohne. Das weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall noch Konfitüre und das hat was damit zu tun, wie viel Fruchtanteil drin ist. Konfitüre ist mehr Zucker und weniger Frucht. Bilden mit Felix. So. So, und dann machen wir noch ein bisschen was für oben drauf. Jetzt sieht es aus, als hätten wir Petersilie reingeworfen. Ja, ist ein bisschen wie so ein Paprika-Joghurt. Ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Milch kalt ist und dann können wir frittieren. Wow. Unsere Milch ist durchgekühlt und wir bauen jetzt eine Panierstraße auf und holen schon mal den Wok zum Frittieren. Wir können auch eine Pfanne nehmen. Auch gut. Erstmal Öl jetzt. Jetzt stürzt sich vorsichtig unsere Milch. Zap, zap. Flatsch. Gut. Wie das aussieht, ist total lustig. Ja, schön sieht das aus. So, Panierstraße, ganz klassisch. Mehl. Nein. Aha. Und Paniermehl. Ich verquirle jetzt mal das Ei. Vielleicht noch eins. Zap, zap. Während Feli hier so kräftig aufschlägt, könnt ihr auch mal schlagen. Und zwar auf den Abo-Button und daneben auch gleich auf die Glocke. Bam. Dritteln. Ich mach mal die Zimt-Zucker-Mischung. Das ist Zucker mit Zimt. Bilden mit Melissa. Und nun, wie Schnitzel wird das paniert? Ei. Gar nicht. Mehl. Mehl. Bin ich verwirrt heute. Ei. Brösel. Jetzt ist das so, wie auch wenn ich Schnitzel mache, dass meine Finger dann auch immer paniert sind. Es gibt Leute, die machen das irgendwie besser. Die benutzen zum Beispiel Löffel und Gabel, aber dann bin ich immer nicht so geschickt. Außerdem ist diese Milch ja sehr fragil. Ja. Weil es ist nämlich genau wichtig, dass man das nicht zu hart macht, weil dann schmeckt es nachher nicht wie Pudding, sondern eher wie ein Stein. Wie schmeckt so ein Stein? Ah, hart. Das ist eine harte Geschichte. Aber es muss natürlich hart genug sein, dass man es frittieren kann. Du kannst ja schon mal an die Pfanne gehen. Ja, wir müssen erst mal schauen. Ich nehme hier mal so ein Ding mit, ja? Okay. Ein Testding. Ein Testding. Und dann werfen wir das mal rein. Jupp. Jupp. Das könnte jetzt auch Tofu sein. Es blubbert. Schön. Und warte, dann gleich, es muss gleich hier reingeworfen werden. Ja. Wir schauen mal, ob wir das erste schon drehen können. Yes. Wir sind so blöde. Was ich so faszinierend am Frittieren finde, ist, da könnte jetzt alles drin sein. Es ist ein bisschen wie Schrödingers Katze. Jetzt kommt der große Augenblick. Wir holen eins raus. Und schmeißen es sofort in die Zimt-Zucker-Mischung. Damit es auch schön klebt. Fertig. Letztes. Oh. Aber die sind eh viel zu heiß zum Essen, deswegen räumen wir mal schnell auf. Okay. Gönnung! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Crunchy on the outside? Soft on the inside. Guck mal. Mm. Ein bisschen Dip. Cheers! Cheers! Mm. Schmeckt richtig geil, ne? Ja, es zerfließt so in deinem Mund, aber dann kommt der Crunch. Also sehr lecker geworden. Und es hat auch noch einen coolen Namen. Also macht es auf jeden Fall nach. Und wenn ihr es gemacht habt, schickt uns ein Foto von eurer frittierten Milch unter dem Hashtag YamTamTam. Beim nächsten Mal gibt es ein Food Battle. Bis dahin, tschüss.